und wünschen allen Autofahrern eine gute Weiterfahrt. Liebe Hörerinnen und Hörer, soeben erreichte uns noch eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Es besteht in weiten Teilen des Landes erhöhte Unwettergefahr. Für den Raum Lüneburg wurde bereits eine Tornadowarnung ausgegeben. Die Deutsche Bahn rät von unnötigen Reisen ab, da wegen umgestürzter Bäume viele Strecken bereits gesperrt sind. Die Bahnstrecke Hannover-Hamburg ist derzeit noch nicht betroffen, allerdings kann die Deutsche Bahn laut ihres Sprechers nicht absehen, wie lange dies noch der Fall ist. Bereits jetzt kommt es bundesweit zu erheblichen Verzögerungen im Fernverkehr. Das Zentrum des Unwetters mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern wird in den nächsten Stunden im Raum Uelzen erwartet. Und hiermit, hallo, herzlich willkommen bei Alexander LT. Ja, zum ersten Mal fahren wir Trim-Simulator 2016, 3D-Zug, Fahrzeit von um 4. Der Anfang mit Sturm. Wir fahren mit der Deutschen Bahn 101.037 minus 0 IC, so wie hier an der Seite steht. Nicht, nämlich habe ich ja gerade angesagt. Wir fahren um 22.44 Uhr ab. Ja, ich habe gestern gesagt, AFB, dass ich AFB Cloudback 2016 in 10 Tage kaufen, also gestern war es 11, heute sind 10 und für 34,99 € als Download-Version am 10. Dezember und später dann irgendwann kommt das Box bei Aerosoft für auch genauso für 34,99 €, aber das werde ich nicht kaufen, weil ich die Download-Version kaufen möchte und ja, da könnt ihr schon mal hier unter diesem Video schreiben, welche Linien ihr sehen wollt. Oder ihr sagt, naja, zeigt uns erstmal Cloudback V6, alle Linien und dann Cloudback 2016. Was einen großen unterschiedlich ist, ist, dass Cloudback 2016 ein neue Texturen, neue Objekte und so weiter und so fort hat. Und das sind zwei neue Bussen dabei, also C2 Solo und C2G, also Gelenk. Das sind selbstgemachte, das hat der Kevin Nickmann, glaube ich, weiß ich nicht, wie sein Nachname ist, aber egal, nur Vornamen. Wenn ihr auch mal weitere Videos sehen wollt, könnt ihr auch unter diesem Video was wünschen. Diesen 3D-Zugfahrzeit vor dem 4 kostet 9,95 €, bei 3D-Zugseite. Das gebe ich auch unter diesem Video Beschreibung und schreibt sogar auch, was ihr, also ihr könnt was wünschen, ich selber nicht. Ich tue das nur Let's Plays machen oder Let's Show, Let's Test. Aber das ist jetzt Let's Play. Und ja, warten bis unsere Abfahrt ist. Dauert nicht mehr lang. Und ja, genau. Zum ersten Mal fahren wir diesen Aufgaben. Wien 1 und Wien 2 werde ich mir auch kaufen, aber erst nächstes Jahr vielleicht. Weiß ich noch nicht. Auch ich das letzte Mal bei. Letztes Mal beim Video, glaube ich, gesagt habe. Viel Spaß bei diesen Fahrt bis Uelzen auf Gleis 102.
Für uns ist grün. Ja, ich werde alle 3 bis 4 Tagen ein Video hochladen auf dem Blog sowie auf meinen Facebook-Fanpads, dass ihr alles aktuelle Videos sehen könnt. Ja. Nur für euch, nicht für mich. Ja, was gibt's Neues? Bei Trim Simulator 2016 erscheint ja bald Leipzig-Berlin. Das werde ich auch dann euch Let's Playen machen. Wann weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es bald dieses Jahr noch erscheint. Und ja.
Danke, Fahrdienstleiter. Sowieso alles stocken dunkel heute hier draußen. Zwischendurch mal speichern, bevor das wieder abkackt. Das hatte ich letztes Mal als Test auch gemacht, nämlich nicht. Deswegen mache ich das halt sicher jetzt. Also ETS 2 werde ich am Mittwoch oder Donnerstag Video, also als Let's Play machen, wann genau, also entweder Mittwoch oder Donnerstag, wann ganz genau weiß ich noch nicht, das werde ich dann auch auf YouTube hochladen, dass ihr auch ganz genauer anschauen könnt, ja. Weitere
Anweisung warten. Für Personenzüge auf diesen Strecken organisieren wir gerade einen Schienenersatzverkehr und stehen mit dem Zugpersonal in Verbindung. Achten Sie bitte auf alle ungewöhnlichen Vorkommnisse auf den Strecken. Der Wind ist schon sehr stark und es ist nicht auszuschließen, dass sich die nächsten Bäume schon langsam verabschieden. Ja, am 24. Dezember werde ich auch ein Let's Play machen. 25, 26, 27 genauso. Und dann ist mal eine Woche Ruhe. Und dann kommen wieder mal ein paar Tage mit der Let's Play und dann wieder Pause. Also Abstand von 3 bis 4 Tagen kommt immer ein Video hoch auf YouTube. Habe ich jetzt gebremst, dass nicht so lange dauert. 150.
Ja, diesen 3D zu Fahrzeit Volume 4 ist sehr spannend, also der Anfang. Und dann werde ich da soweit so wie es geht auch weiter Let's Play machen. Also die Aufgaben. Und ja. Wie gesagt, diesen Aufgaben ist sehr spannend. Das könnt ihr auf jeden Fall euch auch kaufen.
Und ja. Aber das wird bis Hamburg schwanger bleiben. Das ist eine harte Aufgabe, wo ich kenne. Wenn ihr mal von Grim Simulator 2016 U-Bahn Frankfurt sehen möchtet, welche Linien könnt ihr auch euch wünschen? Zum Beispiel U1 und so, U2, U3, U4, U6, U7, U8, U9. Und ich werde das auch für euch Let's Play machen. Und ja. Schreibt einfach mal unter diesem Video eure Kommentare. Und ja, ich freue mich jedes Daumen hoch, na gut auch Daumen unten, aber naja, die Leuten, die das nicht gefallen hat, ist egal. Aber die Leuten, die Daumen hoch gedrückt haben und denen es an den Kommentaren hier unter diesem Video geschrieben haben, was gewünscht haben, die bekommen das auch von mir zu sehen. Ja, dann müssen wir einmal von diesem Zug uns entfernen und dann zum Metronom einsteigen und dann geht's weiter. Dann fahren wir dann zum Hamburg Hauptbahnhof.
Meine sehr geehrten Fahrtgäste, bitte diesen Zug aussteigen, zum Metronom einsteigen. Wir können aus technischen Gründen leider nicht mehr weiterfahren. Wir bitten euch alle auszusteigen. Das wäre sehr nett von euch. Vielen Dank, eure Deutsche Bahn Dienst. Ja, für uns geht's weiter dann zum Metronom. Von da, von Uelzen nach Hoppernhof, wie gesagt. Und da freut man sich jedes Mal. Wir müssen ja sowieso bremsen, weil wir einen langen Zug haben. Lassen wir jetzt den rollen. Meine sehr geehrten Fahrtgäste, nochmal auf diesen Wiederholung. Diesen Zug endet dort, bitte alle aussteigen. Diesen Zug endet dort aus technischen Gründen Probleme durch den Sturm. Wir bitten Sie zu aussteigen. Ihre Fahrdienst, Ihre Fahrer. Dann speichern wir nochmal Sicherheitsgründen. Als Sicherheit müssen wir jetzt immer speichern, weil sonst kackt er wieder ab. Wir warten, bis wir fahren können, bis die Ampel grün ist.
Wollen Sie mit? Zu spät. Wir fahren gleich los. Station an. Und dann haben wir unseren Hauptbahnhof, Hamburg Hauptbahnhof, meine ich. Eieiei, deutsche Sprachen, schwere Sprachen, aber egal.
Ich sage, kauft euch dieses Spiel, das ist mega. Macht auch viel Spaß. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle Fahrgäste im Metronom 81-644 auf der Fahrt von Uelzen nach Hamburg Hauptbahnhof. Wir entschuldigen uns für die Verspätung. Unwetterbedingt ließ sich diese nicht vermeiden. Sehr wahrscheinlich werden wir auch heute noch eine Streckensperrung bekommen. Ich hoffe, dass wir allerdings bis Hamburg noch durchkommen. Beachten Sie bitte, dass Fahrgäste mit Tickets für die zweite Klasse ausnahmsweise auch den Erste-Klasse-Bereich benutzen dürfen. Der nächste Halt dieses Zuges ist in wenigen Minuten Bad Bevensen. Ja, genau. So machen wir das. In Kürze erreichen wir Bad Bevensen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
Lassen wir jetzt mal ein bisschen rollen. So, speichern. Und dann fahren wir gleich weiter.
Es macht auch mehr Spaß als sonst und ja. In Kürze erreichen wir Bienenbüttel. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Erkältet bin. Gesund. Gesund. So. Ganz leicht bewegen sich die Bäume. Wir sind noch da. Wie hat es euch gefallen mit Omsi 2? Das Berlin X10 Addon, die X10 115. Da könnte ich noch auch zum Beispiel noch weitere Linien machen, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr genauso unter diesen Kommentar, unter diesem Video schreiben, eure Kommentare. Und ja. Ist noch nicht zu Ende. Das geht noch bis Hamburg Hauptbahnhof. Ja, ist Schluss.
war der Sturm aber ganz schön perfekt. Eieieiei. Frosch in Holz, aber mach nicht. In Kürze erreichen wir Lüneburg. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Naja, 110 können wir nicht fahren. Ist ja 60 erlaubt. Servus, Kollege. Bitte einsteigen. Und aussteigen, die andere Züge fahren wollen.
In Kürze erreichen wir Badovik. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Schon ein bisschen vorfahren können, aber egal. Mir doch egal, Hauptsache es geht. Kürze erreichen wir Radbruch. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
bisschen früher bremse, sonst verkacken wir das. Tür ist ja auf. Bin gespannt, ob das dann. Wir lassen mal das mal kurz an. Immer noch nicht. Eieiei. Da müssen wir ein bisschen vorfahren. Naja, dann habt ihr mal gesehen, dass ich dreimal die Tür bei Radbruch aufgemacht habe. Aber egal. Macht aber auch Spaß. Zug fahren.
Kürze erreichen wir Winsen an der Lue. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ich bin mal gespannt, was ihr unter diesem Video Kommentaren schreibt und ja, ob das euch gefällt oder nicht, das ist eure Überlassung, da werde ich nicht euch reinsprechen. Wir halten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stationen an. Also ab dem 6. ist Schluss. Mit lustig! Kürze erreichen wir Aßhausen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
nochmal speichern als Sicherheitskonto. Man weiß ja nie, wann es abstürzt. Vielleicht auch nicht. Man weiß ja nie. In Kürze erreichen wir Stelle. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ja. Wir Lokführer, ey. Wir haben schwer zu fahren mit dem Sturm. Aber das macht Spaß. Genau.
super. So, was sieht man auch gerne. Gut, dass ich abgespeichert habe. Aber ich kann nichts machen. Dann hört man das. Jawohl. Ja, wie ihr das gerade gesehen habt, dass es gehangen hat, jetzt seht ihr einmal das komplette Bildschirm. Wir machen das jetzt sofort weiter, weil wir abgespeichert haben, wie ich das vorhin auch gezeigt habe. Immer das gleiche mit dir, dann drückt ihr da drauf, dann drückt ihr auf Fortsetzen, nicht mehr auf Start, sonst müsst ihr wieder komplett neu machen. Also, egal. Ist heute nicht mehr normal, aber ich sage, für euch tue ich das einfach komplett wieder neu machen und oder neu laden lassen. Das heißt aber nicht, dass es irgendwo Probleme ist, das hat gehangen, Errorfehler oder so, aber egal, das ist Hype. TS16. So, wir stehen wieder in unserer glücklichen Haltestelle bei unserer Regen. Naja, speichern brauchen wir nicht. So, weil wir jetzt schon gespeichert haben, stehen wir unsere super. Jetzt geht's weiter. Gut, haben wir bei Stelle nicht, sondern sie haben bei Aschen gespeichert. Aber egal. Da hat die Halbbaum mein Startbildschirm gesehen und ja, in Kürze erreichen wir Stelle. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Extra langsam gefahren, dass es hier tun wird.
können auch erst langsam weiterfahren. Gut, dass man immer abspeichert, am besten jetzt genauso, dann stehen wir von Stelle können wir dann weiterfahren praktisch. So müsst ihr nicht eigentlich, aber wenn man vielleicht Aufnahmen macht, vielleicht deswegen, man weiß ja nicht, so in diesen. Jetzt kommt Maschen. Das war jetzt, glaube ich, nur einmal. In Kürze erreichen wir Maschen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Aber sonst haben wir ja überall angehalten. Das ist schon sehr gut, wenn man überall angehalten hat. Sonst hat man das Problem meistens, dass mal eine X da ist, wenn kein Haken ist. Wenn man Haken hat, das heißt, du hast gehalten an der Station. Wir fahren jetzt 68, meine ich. Aber ich lasse den Zug jetzt mal ein bisschen rollen, weil mir ja Susi jetzt da an die Station kommt. Grenzen langsam. Auf Gleis 2 müssen wir halten.
regnet, man hört es richtig gut. Wir halten Meckelfeld, Harburg, Hamburg Hauptbahnhof und dann endet das Let's Play. Also noch 3 Stationen, dann war's. Dunkel. Hier ist hell. In Kürze erreichen wir Meckelfeld. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Schau mal, ein bisschen abgrenzen. Einsteigen, bitte. Jetzt hier nochmal speichern. So, zack, und weiter geht's. Ja, das ist die vorletzte Haltestelle und dann am letzte Haltestelle. War's das? Mit Twin Simulator 2016 Paleto. Jo, ist beendet.
abonniere mich bei YouTube. Schreib einen Kommentar unter diesem Video und gib mir ein Abo. Abonnieren, wie gesagt. In Kürze erreichen wir Hamburg-Harburg. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr, Regionalverkehr und zur S-Bahn. Besuche mich bei Facebook, Fans, wie bei Twitter oder genau, bei Twitter, Facebook und hier bei YouTube. Wenn ihr mich abonniert, so mehr es wird, statt 7, vielleicht noch mehr, lasse ich mich jedes Mal überraschen auf neue Aufgaben für euch. So wie OMSI2, Dream Simulator 2016, Euro Truck Simulator 2. Demnächst kommt Euro Truck Simulator 2. Von wo bis wo weiß ich noch nicht. Das Frage ist, in Hamburg-Harburg haben Sie Anschluss an den Metronom 81 938 nach Bremen Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 0 Uhr 49. Es liegen keine Informationen über Verspätungen oder Streckensperrungen auf diesem Abschnitt vor. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen noch eine gute Nacht. Ja. Demnächst kommen wir die Euro Truck Simulator 2 und wenn ihr was wünscht, schreibt unter diesem Video in die Beschreibung und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Alexander LP. Wenn ich nochmal etwas sage, dann werde ich am Ende diesen statt nach bei Hamburg Hauptbahnhof weiter sagen. Sage tschüss, bis dann. Ade. Ampel rot, warten bis die Ampel grün wird, dann haben wir Freigabe. Bin ich verweigert. Immer noch, also müssen wir doch warten, weil der noch ein Zug kommt.
60 erst runterfahren, weil das 60 angezeigt hat in das Fahrbild. Wenn uns Fahrbild sagt 60, dann heißt 60 fahren. Ich wünsche euch was, wie vorhin gesagt. Ich freue mich jede Kommentare. Und ja, wir sind gleich zum Ende. Noch 6 Kilometer. Und dann ist unser Endpunkt. In Kürze erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof. Der Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr, Regionalverkehr und zur S-Bahn. Ja, das war's mit unserer schönen Fahrt und sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Alexander P. Diesmal wirklich. Ciao. Ade. Meine Damen und Herren, wir
Fahrgäste in Richtung Berlin und Dresden. City Nightline 50473 nach Prag über Berlin. Hauptbahnhof von Dresden, Hauptbahnhof Bad Schandau, planmäßige Abfahrt war 0:29, wird auf die Ankunft unseres Zuges warten. Ich wiederhole, CNL 50473 wird die Ankunft unseres Zuges abwarten. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten: Regionalbahn nach Lübeck Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 0:58 von Gleis 7. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Dieser Zug endet in Hamburg Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen. Wir genauso. Ende. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie tausendmal jetzt gesagt. Ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Alexander LP. Ciao. Ade. Viel Spaß bei diesem Video anzuschauen. Sie haben es geschafft, von der Streckensperrung den Zug nach Hamburg zu bringen. Ihre Fahrgäste werden es Ihnen danken. Eine Kollegin wird den Zug nun nach Lüneburg fahren. Sie können im Hotel erstmal etwas entspannen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Alexander LP. Ich habe das euch erstmal vorgelesen. Ciao.